Hallo meine liebe Waage und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, liebe Waage. Liebe Waage, heute schauen wir uns die Karten für die Liebe an, schauen uns deine Hauptenergie an, was auf dich zukommen könnte. Dein Hindernis in der Liebe schauen wir uns auch an, der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten? Was ist dir in der Liebe nicht bewusst? Liebe Waage, falls du jetzt sagst, ja, Liebe ist überhaupt nicht mein Thema, werde ich zur gleichen Zeit noch ein weiteres Video hochladen, und zwar zum Thema Karriere. Das heißt, darfst du dir auch das gerne anschauen, wenn du möchtest. Aber hier in diesem Video geht es jetzt wirklich nur um das Thema Liebe. Denk aber daran, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, nicht jede Botschaft muss zwingend für dich sein. Also hör da wirklich auf deine innere Stimme. Sie sagt dir, was du hören sollst und was eben nicht. Alle Informationen zu persönlichen Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Unten findest du auch die Verlinkung zu meinem Instagram-Kanal. Bist du herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und mir auch da zu folgen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, liebe Waage, dann würde ich sagen, starten wir doch. Liebe Waage, was musst du hören? Was musst du wissen in der Liebe? Was ist wichtig für dich? Liebe Waage und die Liebe. Kontrolle. Irgendein Sternzeichen hatte das auch. Bin nicht mehr sicher, ob das Löwe oder Jungfrau war. Falls du Löwe oder Jungfrau in deinem Chart hast, darfst du gerne mal reinschauen. Aber hier geht es sich um das Thema Kontrolle loslassen. Nicht, wie soll ich sagen, den Moment erzwingen oder Verbindungen erzwingen, gewisse Dinge erzwingen, Hindernisse erzwingen. Wirklich mehr in die Leichtigkeit zurückfinden, liebe Waage. Erzwinge nichts, egal ob du jetzt Single bist und auf der Suche oder ob du in einer Verbindung bist, spielt keine Rolle. Es geht wirklich darum, auch ein bisschen loszulassen, habe ich das Gefühl. Zurück zur Leichtigkeit finden. Kann auch ein Thema sein von deinem Gegenüber. Das heißt, auch gewisse Erwartungen, Vorstellungen einem nicht aufdrücken oder aufzwingen, sondern wirklich das Loslassen. Entweder ist das vielleicht dein Thema oder vielleicht aber auch das Thema von deinem Gegenüber. Aber schauen wir mal weiter, liebe Waage. Freude. Wirklich mehr wieder in den Genuss kommen. Zeit zu zweit genießen und nicht nur über Probleme reden. Wann hast du das letzte Mal mit deinem Partner über Wünsche und Träume gesprochen? Über Sehnsüchte? Wann habt ihr das letzte Mal, ja, wirklich gelacht von Herzen? Und hier gilt es wirklich auch, wieder mehr Freude zu empfinden, auch wenn du auf der Suche nach Liebe bist, dass du das, ich weiß, es ist schwierig, aber dass du das auch versuchst zu genießen, dass du auch schöne Dinge tust, dass wenn du Dates hast, dass du auch schöne Dates hast für dich selbst und nicht wie eine Maschine eins nach dem anderen, du weißt, was ich meine, sondern wirklich mehr genießen, wirklich Thema Zweisamkeit, Thema Liebe, genießen, also nicht negativ behaftet irgendwie. Wenn du das merkst, dass sich so ein Unmut breit macht, dann versuche ich, diesen Unmut loszulassen. Entschuldigt, bin immer noch etwas erkältet. Aber schauen wir mal mit dem Tarot. Liebe Waage, was ist dein Hauptthema in der Liebe? Hier könnten wichtige Nachrichten kommen, vielleicht auch unerwartete Nachrichten. Achterstäbe. Also ich sehe hier eine Nachricht oder eine Botschaft, die dich erreicht. Könnte aber auch, vor allem weil wir ja jetzt Fische-Saison haben, Fische-Season ist oft auch die Season der Träume, dass wir Botschaften in unseren Träumen erhalten. Und es kann sein, dass du eine wichtige Botschaft durch irgendeinen Traum erhältst oder ein Zeichen. Also hier kommen Zeichen und Nachrichten auf dich zu. Und zwar gute Nachrichten. Sie bringen dir Klarheit, zeigen dir etwas auf. Es können auch intuitive Botschaften sein. Schauen wir mal genauer rein. Ja, oh, eventuell sogar neue Liebe sehe ich da. Vor allem, wenn du auf der Suche bist nach Liebe, könnte hier eine neue Liebe an deine Tür klopfen. Vielleicht hast du ein bisschen
lange überlegt, will ich überhaupt neue Liebe oder nicht. Und jetzt kommt hier eine Nachricht. Also hier sehe ich mit Bube der Kelche immer Symbol für etwas Neues. Also hier könnte neue Liebe kommen, vielleicht auch unerwartet. Und das kann man nicht immer kontrollieren, oder? Wenn da Liebe kommt, Chance, und das Herz ja darauf reagiert, klar kann man es vielleicht unter den Teppich kehren und sich selbst verleugnen, aber hier kommen Chancen für Liebe. Aber schauen wir mal weiter. Was kommt sonst noch? Huch. Die Kraft, Löwe-Energie. Vielleicht hast du es mit einem Löwen zu tun oder es geht um das Thema Vertrauen. Wir haben Bube der Münzen. Bube der Schwerter. Vielleicht sind hier auch mehrere Personen. König der Kelche und Bube der Stäbe. Also ich sehe hier auch beobachten, analysieren, ganz genau auf die Finger schauen. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Person zaghaft kommt oder vielleicht bist es auch du. Jemand ist hier zaghaft und schaut sich das Ganze zuerst ein bisschen wie aus der Ferne oder mit Abstand an und schaut sich die Details an, Bube der Münzen. Kann auch sein, dass hier jemand gerade auch noch das Thema Geld vielleicht im Fokus hat und darum das Thema Liebe vielleicht gar noch nicht so fest auf dem Schirm hat, aber ich sehe hier Informationen bekommen oder Informationen suchen über eine Person. Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst, kann es sein, dass du den Drang verspürst, vorsichtshalber ein bisschen die Details zuerst zu kennen oder dein Gegenüber hat das Gefühl. Ich sehe hier aber auch mit König der Kelche, Wasserenergie, dass hier Gefühle entstehen können, also sehr eine gefühlvolle Energie. Zuerst, jemand ist ein bisschen zackhaft am Anfang, schaut da jedes Detail an, als würde man einen Fehler suchen schon fast. Da ein bisschen Acht geben, was es deine Energie ist. Aber ich sehe auch jemand, der sehr eine weiche Energie hat grundsätzlich. Vielleicht sogar eine spirituelle Energie. Und hier könnten sogar Gefühle entstehen, aber eben auch diese Zackhaftigkeit liegt da. Ich habe Bube der Stäbe. Bin ich nicht sicher, ob das die gleiche Person ist oder ob das jemand anderes ist. Hier kommt so eine körperliche Verführung. Aber schauen wir mal mit den kleinen Karten, Bube der Münzen. Was haben wir hier? Das Gericht. Also hier könnten Entscheidungen kommen oder dir wird etwas klar über diese Person oder dir wird etwas mitgeteilt oder diese Person wird etwas mitgeteilt. Könnte eventuell sogar eine Vergangenheitsperson sein, Erdenergie. Bube der Stäbe. Ja, hier liegt irgendeine Last. Oder bei dir liegt eine Last und darum möchtest du ganz genau ins Detail schauen oder bei deinem Gegenüber liegt irgendeine Zukunftslast oder Angst vor der Zukunft. Wassermann-Energie. Als wollte man sich über etwas vergewissern. Vielleicht, ob die Person wirklich Single ist oder ob die Last vorbei ist oder ob sich etwas wiederholt. Als sei man auf der Hut. Was ist König der Kelche? Warum König der Kelche? Warum König der Kelche? Zweifel. Ja, ich habe das Gefühl, der König der Kelche kommt auf dich zu. König der Stäbe. Könnte auch eine ehemalige Affäre sein, muss aber nicht. Krebsenergie und Feuerenergie. Also hier kommt jemand sehr Gefühlvolles, aber es hat auch so ein bisschen Feuer noch drin. Also nicht nur gefühlvoll, sondern auch körperliche Anziehung. Kann aber sein, dass diese Person nicht gleich um die Ecke wohnt, so ein bisschen eine Distanz zwischen euch liegt.
Aber warum Bube der Stäbe? Warum? Bube der Stäbe, 7 der Kelche, 9 der Kelche und König der Kelche. Hier ist ein Touch Affärenenergie da. Ich habe das Gefühl, diese Person ist sehr gutmütig. Aber sie hat so von der Energie her so ein bisschen leichte Schütze-Energie, also so ein bisschen das Feuerenergie, das Körperliche, was schwierig ist zu bändigen. Obwohl die Person im ersten Augenblick wirkt sie vielleicht sehr reif, sehr weise, aber sie ist eigentlich eine junge Seele. Diese Person ist eigentlich eine junge Seele. Aber im ersten Moment denkt man, es ist eine alte Seele, aber es ist nicht so, es ist eine junge Seele. Muss sehr viel noch lernen. Der erste Eindruck ist nicht ganz korrekt. Also man denkt wirklich, diese Person ist weise, sehr, sehr reif, bedacht, aber es ist eine junge Seele. Also es ist nicht so weise, wie sie sich gibt. Nämlich hier war, darum muss man einfach ein bisschen Acht geben, dass es nicht zu sehr nur ins Feuer rutscht. Aber sonst sehr interessante Energie. Ich denke, es ist gut, wenn du das Stück für Stück angehst und da nichts überstürzt. Was ist das Hindernis? Ja, jemand muss da ein bisschen über seinen Schatten springen. Jemand fühlt wirklich diesen Widerstand, vielleicht bezüglich Kontrollverlust. Mit Ritter des Schwertes habe ich auch das Gefühl, dass es da gilt, klare Worte zu fassen, klare Entscheidungen zu treffen, nicht nur davon reden, sondern sie auch leben, dass das schwierig ist. Dass jemand vielleicht etwas sagt, aber was anderes macht. Was ist der Rat? Also mit 9 der Kelche sei dir bewusst, was für dich wirklich Liebe heißt. Wie fühlt sich Liebe an, wenn dir jemand nur Kummer bereitet, das wirklich nur schmerzt, dann musst du dich ganz ehrlich fragen, ist das wirklich Liebe? Soll so Liebe sein? Also Fokus wirklich auf das Glück, nicht auf den Schmerz. Auch der Wagen-Thema, vielleicht Familienthemen könnten da wichtig sein, darfst du nicht außer Acht lassen. Oder es geht wirklich um das Thema Vorwärtsgehen, dass du etwas tun musst für die Liebe. Das heißt, wenn du nur daheim sitzt und dich nicht bewegst, dann kann die Liebe auch nicht wachsen, dann kann die Verbindung nicht wachsen, kann keine Verbindung entstehen. Das ist wirklich das selbstbestimmte Handeln. Was liegt im Schatten? Okay. Ja, Königin der Stäbe. Irgendein inneres Feuer, was nicht gelebt wird, könnte im Bereich Sexualität sein, muss nicht zwingend sein, aber es kann sein, dass hier eine unterdrückte Vorstellung oder eine unterdrückte leidenschaftliche, körperliche Sehnsucht nicht gelebt wird und das vielleicht schön geredet wird, dass das nicht so wichtig ist, dass man das nicht braucht, aber eigentlich wäre das Verlangen da. Auch das Thema sich begehrt fühlen, dass man sich vielleicht wünscht, dass man begehrt wird, dass man ja angehimmelt wird, das sind wir ehrlich, wer hat das schon nicht gerne? Also ich glaube, die wenigsten sagen, sie mögen das nicht. Jeder möchte doch begehrt werden und hier ist irgendein Schattenthema zum Thema begehrt werden, was vielleicht zu wenig gelebt wird. Oder und das, man muss natürlich auch erlauben, dass man begehrt werden darf oder wenn man das dieser Energie gar keine Macht gibt, dann kann diese Energie auch nicht kommen. Also hier wirklich das Thema Leidenschaft, Passion, so ein bisschen dieses Kribbeln, dieses Feuer, aber so ein bisschen das Gefühl von gemeinsam die Welt erobern. Hört sich jetzt vielleicht kitschig an, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und das liegt ganz stark im Schatten. Ich weiß nicht, ob diese Essenz eben unterdrückt wird,
oder ob eventuell hier jemand kommen möchte, der genau dieses Feuer entfachen möchte. Das könnte auch sein. Darfst du dir gerne mal etwas genauer anschauen? Ja, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.